Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin. Wir sind jetzt hier in diesem wunderschönen, wundersamen, magischen Apfelbaumraum. Und den schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Anders als jener im goldenen Baum sind diese ganz normale köstliche Äpfel. Genau, hier hatten wir das, dieses Bild des goldenen Kindes. Ja, aber warum sollte sich die Schneekönigin fürs magische Kind interessieren? Ich meine, die ist doch selber eine Zauberin. Die goldenen Äpfel schimmern sanft im ruhigen Wasser. Kann ich die nehmen? Oder irgendwie fischen oder so? Was haben wir denn hier? Die Ranken sind plötzlich von der Statue hervorgebrochen und haben die Tür umschlossen. Oh nein, das sind magische Ranken. Gewöhnliche Klingen können ihnen nichts anhaben. Oh nein, vielleicht der Froststein? Ich mag das Geplätscher hier. Das ist voll der schöne Raum. Ich will auch so einen Raum. Ach so, kann man die Äpfel noch nehmen? Wollte ich ihn ausprobieren? Nee, kann man nicht. Menno. Ja. Gut. Dann, Bronzeschild. Lilly, mach keinen Scheiß. Das Zimmer fühlt sich wärmer an, als ob noch jemand was... Das Zimmer fühlt sich wärmer an, als ob noch jemand hier wäre. Selbst der massive Eisblock beginnt zu schmelzen. Warum wird es jetzt hier wärmer? Ist das, war ich das? Keine Ahnung. Kann ich hier jetzt was... Ach, hier. Nee, das hatten wir auch schon. Was ist mit dem Bronzeschild? Bronzeschild kriegt... Will der... Nein, wer will denn... Ich brauche irgendwie einen Ritter oder so, ne? Der den Schild kriegt. Ich habe übrigens den netten Tipp bekommen, wie das mit diesen Sammelobjekten geht. Laut der Inschrift befinden sich ja. Das läuft hier so. Genau, jetzt habe ich ein Chamäleon-Objekt bekommen für Sachen, die sich bewegen und verändern. Ich muss also noch mal ein bisschen durch die Gegend laufen und die Sachen einsammeln. So. Das war ein Chamäleon, also wenn die sich so hin und her bewegen und so, was irritierend ist, weil hier funkelt das und da glitzert das und überall blinkt es hier. Aber, ja. Alles klar, da können wir jetzt durch. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal rumlaufen. Das Zeichen über der Tür besagt, dass diese Hütte einst eine Werkstatt war. Passt der da rein? Werkstattschlüssel. Ich glaube schon. Gehen wir doch mal rein. Ohne seinen Silberpfeil ist dieser Schütze nicht viel Nütze. Haha. Haha, Wortwitz. Die Werkstatt ist mit Waffen und Rüstungen übersät. May 1595. His Regency requests that a large balcony window overlooking the throne be built. A special heart gem that I have personally devised for the Queen shall be the only key. Aha, wenn ich Zugang zum Balkon habe, kann ich sehen, was sich hinter dem Thron verbirgt. Dies ist die Blaupause für den Herzjuwel, ein spezieller Schlüssel für den Zugang zum Balkon. Gut, okay. Was haben wir hier? Ein Wimmelbild. Jawohl. Wir suchen ganz viel Herzen. Herzchens. Ja. So, das läuft ganz gut. Da ist noch ein Herz. Und jetzt brauche ich nur noch dieses Ding hier. Es ist immer eins. Da ist es aber. Diesmal habe ich es schnell gefunden. So, jetzt habe ich schon mal das Herzjuwel, wo ich auch weiß, wo es hingehört. Nämlich dann diese Herzaussparung. Was haben wir noch? Die Werkstatt ist mit Waffe und Rüstung übersät. Genau. Hier haben wir so ein Medaillon oder so. Ah, das Märchen der zwei Spiegel. 2 von 4 gefunden. Gut. Replik des falschen Spiegels. Es ist unumgänglich, dass das echte Artefakt in der Schatzkammer verwahrt bleibt. Was war das jetzt? Ach, so ein... für die Globensammlung. Sehr schön.
Das war wieder so ein Chamäleon-Ding. Genau, okay, alles klar. Ja, manchmal klicke ich hier auch einfach wahllos rum. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Die Bronzeglocke ist festgefroren. Mit ihr wurde das Reich vermutlich vor drohender Gefahr gewarnt. Gewahrgefahrt. Auf dem Sockel dieser Statue scheint eine Krone zu fehlen. Und noch ein Schlüssel. Zwei identische Engel umgeben das Schlüsselloch. Ja, uns fehlt der Schlüssel für das Schlüsselloch. Von den vergitterten Fenstern her zu schließen, muss dies das Gefängnis gewesen sein. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück und dann laufe ich hier nochmal raus. Verändert sich jetzt hier irgendwas? Chamäleon-mäßig? Das Fenster vielleicht? Muss da echt genau hingucken. Ist hier irgendwas? Wo man sagen kann, hier wäre eins. Ich weiß es ja immer nicht. Ich weiß es nicht. Ist hier noch was? Da muss man so drauf achten. Ist auch echt schwer. Ja, ja, ja. Ach ja, der Bergkönig. Die Geschichte hatten wir auch schon gelesen. Selbst die treuesten Diener hatten aus Furcht die Flucht ergriffen. Ja, er beschützt halt seine Tochter. Das Schneewittchen. Es gibt eine kleine Öffnung an der Seite der Kapelle. Ach ja, genau. So, hier muss da auch noch irgendeins sein, oder? Ist hier kein Chamäleon-Objekt? Das da? Da blinkt. Oh, es blinkt immer und dann bin ich irritiert. Nee. Hier, das da noch, genau. Okay, dann habe ich das jetzt auch schon eingesammelt. Und gab es nicht sowieso hier noch was zu tun jetzt? Nee, da kommen die Kelche alle hin und davon haben wir einfach auch noch nicht alle. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier zurück. Weiß jetzt nicht, ob ich hier die Chamäleon-Objekte übersehen habe oder nicht. Habe ich das hier eingesammelt? Da blinkt es schon wieder. Verändert sich hier irgendwas? Also es ist kurz, das Bild verändert sich dann immer kurz in ein anderes Bild, ne? So, okay. Herz einsetzen, schnell vorankommen. Boom. Das Eis am Balkon ist verschwunden. Ich muss sehen, was die Schneekönigin mit den Kindern vorhat. You haven't eaten for days, Kai. Take a bite of this delicious apple. The Golden Child. For centuries I've searched for you. Father. Kapitel 3. Schade, jetzt sind wir ja hier und kommen gar nicht mehr zurück. Oh nein. Wie gut, dass ich noch mal ein bisschen Chamäleon-Objekte eingesammelt habe. Aber ich wette, ich habe nicht alle von Anfang an eingesammelt. Oh Mann, oh, dann kriege ich das am Ende wieder nicht hin. Schade. Aber okay, wir sind jetzt hier und ich muss trotzdem positiv überrascht sagen, dass die Dark Parables-Spiele wirklich ab dem zweiten Teil jetzt echt besser werden. Also von diesen Sequenzen her ist ja richtig cool, wie so ein Film oder so. Voll spannend. Wir wimmeln einfach mal direkt los, dann kann ich auch weiter sabbeln, wenn ich denn mal was finden würde. Ja, also die Sequenzen, es ist ja schon wie so ein kleiner Film irgendwie. Ich fand das super, also ich fand das jetzt echt spannend. Die Frage ist für mich nur irgendwie, ja, warum, wo ist jetzt so der Zusammenhang zwischen der Schneekönigin und der bösen Stiefmutter von Schneewittchen, die ja das mit den Äpfeln gemacht hat. Ja, das, also warum dreht jetzt die Schneekönigin immer die Äpfel den Kindern an? Die ja irgendwie vielleicht vergiftet sind oder so? Ich weiß nicht.
alles sehr verworren und vermischt, die Märchen. Obwohl ich das auch interessant finde, die Idee, dass alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Aber ich finde, zu viel darf es sich auch nicht mischen, dann ist es irgendwie auch doof, weil man mag ja, oder ich mag die Märchen ja auch so, wie sie sind. Ah, wieder so ein Geschichtending. 5 von 6, der Schmerz der Schneekönigin. Das ist ja super, dann erfahren wir da vielleicht mal ein bisschen mehr. Diese Geschichte handelt von Schneewittchen. Die Schrift dieses zerfledderten Buchs ist nicht mehr lesbar. Aber wehe, ich finde jetzt nicht mehr alle, ne? Dann kann ich die Geschichten ja alle gar nicht lesen. Das astronomische Ereignis des Silbermonds wird das goldene Kind schließlich offenbaren. Hm. Da ist so ein Ding wieder. Okay. Ich meine, jetzt weiß ich auch, wie ich die finden kann. Das ärgert mich dann immer, wenn ich dann nicht mehr zurück kann. Diese arme Seele ist verhunden. Ja, ja. Der tut mir wirklich leid, der arme Zauberer hier. Dann noch mit seinem ganzen Kram und dann stirbt er hier. Toll. Die Tür ist mit starken Ketten gesichert. Kann ich das irgendwie... Das ist ja kein Point-and-Click-Spiel. Was mache ich? Ich wollte das jetzt hier kombinieren und überlegen. Froststein vielleicht, dass wir das so... Ah, hier können wir vielleicht was machen. Die Gitterstäbe rühren sich kein bisschen. Vielleicht kann ich den Hohlraum zwischen den Ziegeln nutzen. Froststein, sag ich doch. Der Froststein alleine ist nicht genug. Ich brauche etwas, womit der Froststein reagieren kann. Ich hab doch aber nichts. Ist hier denn noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Irgendwas, was ich hier übersehen habe oder so? Kann ich hier noch was... Hä? Oh, das habe ich auch noch nicht eingesammelt gehabt. Ups. Die Schneekönigin 1 von 6. Diese Schriftrolle zeigt die Verwandlung Schneewittchens in die Schneekönigin. Oh, ach, so ist das. Es scheint mit dem falschen Spiegel in Verbindung zu stehen. Ach, die Schneekönigin ist... Ist Schneewittchen eigentlich, oder was? Dann ist das ja die Tochter von dem Ungeheuer da draußen. Und deswegen meinte sie halt auch Vater. Also das finde ich jetzt aber doch schon ein bisschen verworren irgendwie. Warum ist die Schneekönigin jedenfalls... Also Schneewittchen ist ja eigentlich eine Gute. Und dann hat sie mit dem Spiegel, der wahrscheinlich irgendwie das umdreht. Vielleicht hebt der Spiegel das Böse in der Persönlichkeit hervor oder so. Dadurch ist sie dann die böse Schneekönigin jetzt geworden, oder was? Naja. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich weiß nicht, wie ich das Ding zum Reagieren bringen soll. Bin ich jetzt doof? Was, ich soll hier eine Decke... Ach so, ich habe hier unten, aha. Ein Alchemist schuf diese mächtigen Froststeine. Wasser zerstört sie, doch die Wirkung ist explosiv. Dann wollen wir mal raus hier. Die Freiheit so nah und doch so fern. Ich brauche etwas, um hinunterzuklettern. Mach schon. Der Himmel wird mit jeder Minute dunkler. Ach, jetzt waren wir hier drin, dann kommen wir doch wieder zurück. Das ist ja super. Ach, da freue ich mich ja. So. Ah, okay, der Schmerz der Schneekönigin. Oh, das will ich jetzt dann auch gleich mal lesen. Ich will das jetzt wissen. Das Eis droht, das Reich zu zerstören und ich liege im Sterben. Meine Tochter Schneewittchen soll an meiner Stadt regieren. Der König. Hm. Also gut, Schneewittchen hat irgendwie regiert und alles gut und so. Und dann kam der Winter und da dachte sie sich, ich guck mal in den Spiegel und guck, was passiert. Und ist die böse Schneekönigin geworden? Oder wahrscheinlich eher nicht. Hm. Na gut. Bevor ich jetzt hier wirklich nicht mehr zurück kann, will ich jetzt aber mal hier zurück. Chamäleon-Objekte suchen ohne Ende. Hallo. Bewege dich. Gut, dann will ich jetzt... Nein, nicht das Handbuch. Quatsch. Wo ist denn das hier mit dem Parabel? Da unten, genau. Hier, das können wir jetzt lesen. Parabel. Vor vielen Jahrhunderten, bevor das Märchen der Schneekönigin im Mund des ersten Erzählers entsprang, gab es eine Prinzessin. Sie war so weiß wie Schnee und so schön wie der Tag. Man nannte sie Schneewittchen. Okay, das passt ja auch ein bisschen, ne? Als junges Mädchen wurde Schneewittchen zum Tode verurteilt, doch der Froschkönig...
bewahrte sie vor dem ewigen Schlaf. Die zwei verliebten sich, heirateten, hatten einen Sohn. Eines Tages schlich der Junge davon, um auf einer Wiese zu spielen, als ein Monster ihn angriff. Die Wachen des Prinzen konnten ihn nicht rechtzeitig beschützen. Schneewittchen gab ihrem Sohn ein Stück eines magischen Apfels, um ihn in einen traumlosen Schlummer zu schicken. Obwohl ihr Sohn dem Tod von der Klinge sprang, konnten ihn die besten Ärzte und Magier des Königreichs nicht erwecken. Schneewittchens Trauer war so groß, dass sie ihrem Gatten die Schuld gab, da er die Wache nicht früher entsandte. Getrieben vom Willen, ihren Sohn zu retten, brachte Schneewittchen ihn im Geheimen ins Reich der Berge, wo ihr Vater König war. In diesem Palast zwischen den Gipfeln der Berge war es, wo Schneewittchen zur legendären Schneekönigin werden und ihre Trauer das Königreich in den Abgrund stürzen sollte. Okay. Es ist ja ein bisschen ähnlich von der Theorie hier, wie ich dachte. Also mit dem Kranksein und so. Na gut. Kamelienobjekte. Ich suche Kamelienobjekte. Hatte da vorher auch die Kinder. Ach, die Kinder, die gehören zu ihm hier, deswegen. Die zwei Kinder befinden sich nun in der Obhut meines Kutschers, Noah. Ach, ich mag den Namen Noah. Aber ich sehe hier kein Chamäleon-Objekt. Ich habe doch bestimmt was übersehen. Weil am Ende habe ich die dann immer doch nicht alle vollständig. Und jetzt habe ich die Chance gerade nochmal bekommen. Wäre ja schade, wenn ich die so übersehe. Ich sehe aber auch nichts, was sich immer so bewegt gerade. Bin blind. Da ist der Schmetterling wieder. Okay, gut. Ja. Ich halte mich hier sehr lange auf, ich weiß. Ich genieße es irgendwo. Kelche können wir immer noch nicht. Ich versuche es auch tausendmal noch. Diese Tür hat kein Schloss. Warte mal, Silberpfeil, da war irgendwas. Irgendwas kann ich mit dem Silberpfeil, glaube ich, machen. Oh. Das Eis ist vollkommen geschmolzen. Ach, jetzt kann ich da hin. Und ich kann auch noch wieder wimmeln. Sollte ich das tun, weil wir brauchen ja immer die Sachen, die hier auch gefunden werden dadurch. Ja, ich finde die übrigens sehr schön gemacht, die Wimmelbilder. Also echt toll, weil normalerweise kennt man das ja auch in den Spielen, dass die irgendwie so, ja, dass da wirklich alles Mögliche dann zu sehen ist und nicht so zusammenhängend halt, sondern wirklich so, wo man denkt, ach komm, was ist das denn hier für Müll? Und hier sind die so richtig schön. Aber auch schwierig. Also ich finde sie teilweise auch schwieriger dadurch, weil es sich halt auch ähnelt mehr. Na, wo ist der rote Stein? Da. Dann brauche ich noch so eine Schärpe oder sowas. Hier. Ach, das ist auch schwierig. Hier so ein flaches Ding. Da ist es aber schon. Und das hier. Da habe ich's. Super. Ist das so eine Sense oder so? Ja, tatsächlich, es ist eine Sense. Oh Gott, was können wir denn mit der jetzt machen? Und was kann ich hier noch machen? Da kann ich nicht mehr hin. War hier noch ein Objekt zum Einsammeln? Ich glaube, das hatte ich schon. Ich habe von dem goldenen Baum gehört. Seine Äpfel sollen allen, die von ihnen essen, vergessen lassen. Ja, was sie gerade taten. Also sind die Äpfel, die Schneekönigin alias Schneewittchen den Kindern gibt, nicht vergiftet, sondern die lassen sie vergessen. Mit der Sense vielleicht das Einhauen oder so? Nee. Chamäleon-mäßig. Oh, ich weiß auch immer nicht, ob ich die dann schon eingesammelt habe oder nicht. Mein Gott, es ist wirklich, ja. Toller Thronsaal. Oh, ich vergesse immer Screenshots zu machen. Das Zeichen des Königs prangt auf dieser Tür. Ich brauche den passenden Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ordne jedem Charakter sein entsprechendes Symbol zu.
Schon wieder? Okay, geht das wieder los? Keine Ahnung. Ich muss die halt auch mal zwischendurch tauschen. Sie hat diesen Reif hier? Oder, nee, warte, eher. Sie hat den, die Krone, ne? Ich glaube, die hier eher. Ja, okay. Was ist mit diesem Hut? Ach, der gehört da oben hin. Moment, dann muss ich den dahin. Und den dahin. Und der Magier muss den kriegen. Das ist noch nicht richtig. Die Schlange ist aber jetzt richtig und dann nur noch die beiden, oder? Ja. Woll. Da haben wir es auch schon. Das Thronrätsel hat eine geheime Tür zum Vorschein gebracht. Oha. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter von Der Schmerz der Schneekönigin. Bin sehr gespannt, was es da noch so mit auf sich hat. Sie sieht aus wie jede andere Statue eines Ritters. Tja, nichts, was wir dem Ritter geben können. Und ich will da jetzt nicht reingehen. Das bleibt spannend, bis wir es erforschen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare so, was ihr gerade so von dieser verworrenen Story haltet. Ist das cool oder ist das irgendwie zu abgedreht? Oder ist das eine schöne Idee mit Schneewittchen gleich Schneekönigin? Ist ja auf jeden Fall mal was anderes. Also, bis dann!